du alles probiert? Hast du Hier sind die YouTube-Nachrichten mit ihrer Gastgeberin Reinkarnitorin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Jedes Jahr überschreiten YouTuber im deutschsprachigen Raum die 1000-Abonnenten-Marke. Die Glücklichen, die es dieses Jahr geschafft haben, werden hier mit vorgelesen. Einmal der Sepp aus Vorarlberg, Toni aus Bielefeld, Heinz von Neustadt an der Aisch. Da kommt doch übrigens noch ein berühmter YouTuber her, nicht wahr? Zumindest aus der Nähe. Oh. Da steht noch ganz klein ein Name unten hingekritzelt. Sieht aus wie ein Kalibras. Nun denn, herzlichen Glückwunsch euch allen. Und jetzt zum Wetter. Es wird stürmisch. Ich bin da mal fort. Wo ist denn dieses Produkt, was ich die ganze Zeit suche? Ah, da haben wir es. Nein, ich darf nicht so viel essen. Der ist ja nicht für mich. Wenn es etwas gibt, das ich in meinem Leben gelernt habe, dann dass ich mich vor niemandem rechtfertigen muss, außer vor Gott, und dass ich ihm für immer treu ergeben sein werde, dafür stehe ich. Heute, morgen, für immer. Ja! Meine Lieben, dieser virtuelle Kuchen ist ein Geschenk von mir an euch. Denn ihr habt dieses Video möglich gemacht. Und deshalb ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch. Es macht mir Spaß, Videos für euch zu produzieren. Und umso glücklicher macht es mich zu sehen, dass ihr Interesse zeigt. Ich werde auch in Zukunft alles geben, damit euer Wissen über Gottes Wort der Bibel vertieft werden kann. 1000 Abos klingt nicht viel, aber es ist ein großer Schritt für einen kleinen Kali. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne alles Gute. Und denkt dran. Ihr seid wertvoll für Gott. Habe jetzt gerade die Kerzen ausgeblasen? Das wollte ich nicht.